Dilophosaurus was Antarctica's apex predator. A powerful hunter, some refer to this Jurassic carnivore as Elvisaurus, due to the bony, pompadour-like crest that adorns its head. Das war der Species Field Guide von dem Cryolophosaurus. Wir schauen dann natürlich nochmal gemeinsam rüber. Der sieht auf jeden Fall super interessant aus. Ist mal was ganz anderes, gerade hier oben die Kopfpartie. Na, hier interagieren die auch so ein bisschen miteinander. Beschnuppern sich und ja, knurren sich ein wenig an. Ist aber echt cool, ne? Ist halt wirklich mal ein ganz anderer Fleischfresser. Wie der aussieht, das ist so eine Mischung aus ganz kleinen Fleischfresser und mittelgroßen Fleischfresser gefühlt. Aber diese Kopfpartie, das ist echt super interessant. Ah, ein schöner Skin. Wieder viele Details hier auf der Haut, gefällt mir. Und der hat echt lange Arme auch, ne, mit Krallen hier. Die benutzt er dann bestimmt auch. Und hier dieses rote, wie nennt man sowas überhaupt? Ist das wie so ein Kamm, Fächer? I don't know. Sieht auf jeden Fall auch krass aus. Ist halt wieder ein komplett anderer Fleischfresser. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen vorher. Der hat auch irgendwie so einen kleinen Buckel, quasi Modo. Ich mach nochmal zurück. Cryolophosaurus. Okay. A powerful hunter. Some refer to this Jurassic carnivore as Elvisaurus. Ja, der scheint wohl auch in Schneelandschaften gelebt zu haben, also Antarktiks Apex Predator, sagen sie hier. Due to the bony, pompadour-like crest. Wundert mich ja, dass er dann kein Fell hat. Das wäre eigentlich noch ganz cool gewesen. Was haben wir leider gar nicht in JW2 bisher bestätigt bekommen. That adorns its head. Sehr, sehr cool. Also das ist der Cryolophosaurus oder Cryolophosaurus, wie auch immer man ihn in Deutsch ausspricht. Wieder eine coole Erweiterung für das Raster von JW2. Ist tatsächlich auch nicht mehr lange, bis das Spiel rauskommt, nur noch 6 Tage. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Achso, und das Originalvideo ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.